Der 24. August war ein bedeutender Tag für die Polizei in Wismar. Gleich zwei neue und wichtige Führungskräfte der Polizeiinspektion und des Kriminalkommissariats wurden feierlich von Innenminister Lorenz Kaffier ins Amt eingeführt. Der Innenminister ist überzeugt davon, dass die beiden berufserfahrenen Polizeibeamten Uwe Oertel und Olaf Seidlitz die neuen Dienststellen kompetent und verantwortungsvoll leiten werden. Ja, ich glaube, dass hier im Bereich Wismar, im PI-Wismar-Bereich, sehr viele Aufgaben auf die Kolleginnen und Kollegen warten. Neue Führung setzen, neue Akzente. Das ist auch gut nach gewissen Zeiten. Ansonsten könnt ihr hier auf ein verlässliches, gutes Team aufbauen. Und Polizeiarbeit ist immer Teamarbeit, nicht Einzelarbeit. Insofern freue ich mich für die Kollegen, dass sie den Weg hierher gefunden haben, im wahrsten Sinne über den Aufstieg, über die Qualifizierung und sich für die Funktion empfohlen haben. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei wurde Uwe Oertel Leiter des Führungsstabes des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Nun wurde der ehemalige Polizeidirektor in das Amt des Leiters der Polizeiinspektion der Hansestadt Wismar eingeführt. Ich möchte Kleinigkeiten verändern. Insbesondere ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir in der PI mit allen, die wir dort arbeiten, ganz eng zusammenarbeiten. Dass wir auch Freude miteinander haben im Dienst, dass wir uns auch als Menschen gut verstehen und dass wir einfach wissen, dass wir Polizisten sind, welchen Auftrag wir als Polizisten haben und dass wir diesem Auftrag auch nachkommen. Olaf Seidlitz war zuvor im Innenministerium tätig. Danach folgten verschiedene Führungspositionen bei der Kriminalpolizei. Bis 2020 war er Leiter eines Fachkommissariates in der Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Nun übernimmt Olaf Seidlitz das Amt des Leiters des Kriminalkommissariates Wismar. Er freut sich auf sein neues Amt und will es kompetent leiten. Genauere Informationen zu möglichen Veränderungen möchte Seidlitz derzeit noch nicht preisgeben. Innenminister Lorenz Kaffier ist sich sicher, dass die beiden ihre neuen Aufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen und anstehende Herausforderungen meistern werden.